Hallo und herzlich willkommen zum Input von Life Unlimited, weil das Leben mehr ist. Ich heiße Moni Jöchle und ich möchte heute über Glück reden und in Gottes Nähe kommen. Denk mal kurz nach, was Glück bedeutet für dich jetzt im Augenblick. Ist es deine glückliche Ehe, deine Kinder, die gerade draußen spielen und fröhlich sind? Und dass sie nicht streitet, macht dich das glücklich? Oder laufst du gerade einen Spaziergang, genießt die Ruhe im Wald, hast Sonne, hast Vogelgezwitscher, denkst an den nächsten Urlaub und du darfst auch fahren und hast genügend Geld, macht dich das glücklich? Also mir bedeutet Glück, dass ich arbeiten kann mit meinen beiden Händen, dass ich Leute helfen kann, dass ich einfach da bin für andere. Das ist für mich das größte Glück. Ich habe in meinem Garten ein Gewächshaus und da wächst ganz viele Sachen drin. Und da habe ich jetzt so viel im Überfluss, dass ich verschenken kann. Ich habe Gurke und Zucchini, Tomate, Kohlräbler und Salat und das gebe ich jetzt alles her, die Leute. Und da kann ich Glück sehen. Und zwar in die Augen von den Menschen, wenn ich es herschenke. Und das bedeutet mir sehr viel. Da fühle ich was. Und da weiß ich, dass was in mir ist. Und in Psalm 73, 20 steht, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und das ist's, was ich spüre. Wenn man Gottes Nähe hat, dann macht die alles glücklich. Auch wenn du arbeiten musst, macht die das Spaß und bringt Glück. Und wenn ich Gott in mir spüre, egal was kommt, ich kann immer mit ihm reden. Es ist, als ob da jemand da ist, ob er neben mir sitzt. Und ich kann wie ein Freund, wie ein Vater einfach mit Gott reden und ihm alles sagen. Ich weiß, dass er mir hilft, auch wenn ich manchmal vielleicht nicht alles verstand. Aber der Heilige Geist ist da und er leitet mich. Und ich kann dann auch nachhaken bei Gott, was hast du will er von mir, was ist richtig, mache ich auch alles richtig. Aber Gott, und das weiß ich ganz sicher, der wird uns leiten und führen. Und im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte. An mir wird nichts mangeln. Er leitet mich auf frische Wiese, ans frische Wasser. Er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße. Und da habe ich eine nette Geschichte dazu, weil ich an der Straße gestanden bin. Und da ist eine riesige Herde Schafe gestanden mit einem Schäfer, 5 Hunde und er wollte die Straße überqueren. Und er hat ganz kurze Zeichen den Hund gegeben und die Hunde sind an ihren Platz gegangen und er ist als Hirte, als Schäfer vorausgelaufen mit einem Stab, hat angezeigt, er geht jetzt drüber und die Schafe sind nicht ein einziges Schaf ist vor den Hirte gesprungen, sondern die sind alle hinterblieben. Die sind wunderbar sind die gelaufen. Und dann ist er drüber quer und die Schafe haben sofort wieder angefangen fressen. Also war die überhaupt nicht hektisch und nix. Und der Schäfer hat sich bedankt, dass wir gewartet haben. Und die Hunde sind auch gesprungen gekommen. Und er hat sie gestreichelt und hat gesagt, gut haben das gemacht. Und ich glaube, genau so soll er mir Gott folgen. Wir sollen Gott nachlaufen wie die Schafe. Wir sollen sehen, was er uns sagt und wir sollen das einfach auch tun. Wie die Schafe, die sind einfach hinterher nach und die Hunde haben einfach das da, was der Schäfer gesagt hat. Und das ist das, was so gut ist. Auch wenn du mal gar nichts spürst in dir oder einfach nichts mehr weißt oder zu viel gearbeitet hast, lass nie Gott weg. Lass nie aufhören, dass du nichts mehr spürst oder so, sondern lass ihn in deine Nähe kommen, lass er bei dir wohnen. Und wenn du am Abend so gestresst bist und einfach nicht mehr Bibel lesen kannst, nicht mehr beten kannst, einen Satz kann man immer sagen. Und das heißt, Herr, du siehst mich, du kennst mich, du weißt, wer ich bin, du hast mich geschaffen. Hilf mir aus deiner Not. Und ich danke dir. Und das kann jeder sagen. Und dann fühlst du dich ruhig und zufrieden in deinem Herz. Und dann kannst du einfach glücklich sei. Und das Glück soll jeder haben. Und der, wo jetzt das nicht, das Empfinden hat in sich, dass der Heilige Geist neu drinnen wohnt,
nehmt Jesus Christus an als euren Herrn, dann kommt auch der Heilige Geist in euch und Gott nimmt Wohnung in euch und dann könnt ihr einfach glücklich sein. Und das wünsche ich euch jetzt einfach, ein glücklicher Tag und bis zum nächsten Input von Life Unlimited, weil das Leben mehr ist.